jetzt aus? Wir haben hier eine, ich nenne es einfach mal ganz lapidar, eine Rüttelmaschine, die Dinge aushebt. Das ist gar nicht schlecht formuliert, denn das Prinzip der Vibration ist erforderlich, damit die Maschine überhaupt fördert, das Material umwälzt und letztendlich in einem kontinuierlichen Prozess die Trennung nach der Korngröße vollziehen kann. Das heißt, dieses System kenne ich ja von zu Hause, von meinem ganz normalen Haushaltssieb. Was ist aber jetzt das Besondere an dieser Maschine? Es gibt ja wahrscheinlich einen Grund, warum das maschinell läuft und eben nicht per Hand. Ja gut, maschinell heißt natürlich, dass man hohe Durchsätze fahren kann, mehrere hundert Tonnen pro Stunde. Natürlich nicht auf so einer kleinen Maschine. Hier handelt es sich um eine Labor- und eine Modellmaschine. Hier auch eine große. So ja, sieht die in der Realität aus. So könnte sie in der Realität aussehen oder größer. Also die Maschine, die Sie da sehen, ist 2,40 Meter breit und 8 Meter lang. Kann aber durchaus noch größer sein. Funktioniert im Prinzip aber genauso wie diese hier. Genauso ist es.